Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte meine Wortmeldung zunächst einmal dafür nutzen, eine Vorbemerkung zu machen zum heutigen Tag. Der heutige Tag kann ein guter Tag sein für Deutschland. Merkel ist endlich Geschichte. Für sie hat es ja, das war ja heute auch schon ein Thema, rote Rosen geregnet, für Deutschland nicht, für ihre Partei auch nicht. Zum eigentlichen Thema. Wir hatten schon in der ersten Lesung Bedenken über das, was mit diesem Gesetz verbunden ist, nämlich sehr viel mehr Bürokratie und auch Unsicherheit. Wir haben uns damals enthalten. Die Anhörung im Ausschuss hat genau das bestätigt. Es gab heftige Gegenwehr, insbesondere der Bauwirtschaft. Man hat im Einzelnen beschrieben, was da alles zu beachten sein wird, was für Schwierigkeiten kommen, was für rechtliche Unsicherheiten da entstehen. Und in dem Abänderungsantrag, den Sie heute hier mit vorlegen, kommt auch eine gewisse Unsicherheit und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen schon wieder zum Vorschein. Unter anderem heißt es da, um die Einhaltung der sich aus dem Gesetz für das beauftragte Unternehmen ergebenden Verpflichtungen zu sichern, hat der Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 5% des Auftragswertes und so weiter. Also bis zu 5%, das kann auch ein halbes Prozent sein, das ist auch in diesem Rahmen. In diese Richtung wird es vielleicht gehen, um nicht allzu wild die Auftragnehmer abzuschrecken. Und dann heißt es weiter, das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen begangen wird. Also die Vertragsstrafen sind beschränkt auf bis zu 10%. Hört sich erstmal vernünftig an, aber was mache ich dann als Unternehmer? Was mache ich? Ich kalkuliere diese 10% ein und suche mir trotzdem die günstigsten Nachunternehmer. Was denn sonst? Und jeder andere Konkurrent, der nicht Wabank spielen will, der muss es genauso machen. Also durch diese ganzen Übungen und Verrenkungen würde ich fast schon sagen, sind letzten Endes gewisse Härten des Arbeitslebens nicht zu vermeiden. Das Ergebnis wird sein, eine Verteuerung der zu vergebenden Arbeiten. Und das Geld dafür fällt ja nicht vom Himmel, sondern es ist von allen Bürgern als Steuerzahler und als Gebührenzahler aufzubringen. Zuletzt möchte ich noch eine Kritik anbringen an der Wortwahl, die hier praktiziert wird, wenn da von Start-up die Rede ist. Also da denkt man ja an irgendwelche hochmodernen Dinge heutzutage, aber gemeint ist wohl eher zum Beispiel ganz typischerweise die Bauindustrie. Wenn ich also einen Malerbetrieb neu aufmache, ist das dann ein Start-up? Naja, meinetwegen. Aber in deutschen Gesetzestexten sollte doch die deutsche Sprache beachtet werden. So viel dazu. Wir werden das Gesetz aus diesem Grund, wie auch schon im Ausschuss, heute ablehnen. Ich danke Ihnen.